zusammen. Heute reden wir über den Wirkungsgrad der Komponenten, die im DXP verbaut ist. Und zwar haben wir hier vor uns die Batterie, Lithium-Isophosphat. Dann haben wir dicke Kabel, weil bei uns ist der Strom sehr hoch. Die Spannung 26 Volt dafür relativ gering. Dann haben wir hier unseren Controller, der den Gleichstrom in Wechselstrom, Drehstrom umwandelt. Der Motor, der den Strom in Drehbewegung umwandelt. Getriebedifferential, und da geht es dann weiter zu den Hinterachs und zu den Rädern. Dort haben wir dann den Vortrieb, und das ist das Eigentliche, was wir wollen, aus dieser ganzen Energie heraus. Jetzt gehe ich den Wirkungsgrad durch. Von der Batterie, wenn ich hier 100 Ampere rausnehme, bei 26 Volt, habe ich 2,6 Kilowatt, die hier rausfließen. Ich bin bei den Leitungen, da ist der Wirkungsgrad 0,99, 1% geht verloren. Controller 0,97, 3% geht verloren. Motor 0,7, also 30% Energie geht da in Form von Wärme verloren. Getriebe 0,97. Das heisst, wenn ich von da durchgehe, dann kommt am Schluss 0,65 von dieser Energiemenge an, 65%, die ich da mal auf die Reise geschickt habe. Das heisst, wenn ich von 2,6 kW ausgehe, wenn ich da reinstecke, kommt da noch 1,69 kW an den Rädern an. Und die ganz restliche Leistung ist in Form von Wärme, geht sie von diesen Komponenten weg und heizt mir das Fahrzeug. Ist jetzt das viel oder ist jetzt das wenig? Wenn ich es mit einem Verbrennungsfahrzeug vergleiche, dort ist der Motor am optimalen Wirkungsgradpunkt, hat er dann vielleicht 0,24, und ganz rechts geht die Wärme weg, da brauchen die Autos und die dürfen also fette Kühler, und von dort aus alle anderen Getriebeverluste fallen auch an. Da ist die Tatsache, dass ich mit 10 Kilowattstunden kann über 100 km fahren. Und die 10 Kilowattstunden, das entspricht einem Liter Benzin. Und mit einem Liter Benzin komme ich nicht so weit. Bei einem ganz guten TÜV vielleicht 30 km, vielleicht aber auch nur 10 km. Also die ganze Kette, die ich hier sehe, ist schon sehr, sehr gut gegenüber einem Verbrennungsmotor. Wir sind hier im Second Life. Diese Komponente haben wir hier geborgt. Jetzt bringe ich es gerade wieder zurück. Tschüss zusammen.